Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Tail. Wir letztes Mal aufgehört. Fast geschafft. Durchatmen. Ich versuche es. Die anders für eine Menge Viehzeug, das hier ist. Okay. Gut, wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. So, nach dem kurzen Cut sind wir zurück. Man muss gerade gucken, wo wir hier weiterkommen, aber ich denke, wir müssen uns jetzt hier ein Stöckchen nehmen. Und da hinten hin. Weil das liebe Tor ja zu ist. Ach, wie willst du das machen? Du musst darüber. Wie willst du das machen? Alter Schwede. Ein Kurit habe ich keins mehr. Oh, nee, jetzt. Oh, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Oh, mein Gott. Das ist jetzt ein Ernstspiel. Hättet der nicht da unten einen Quickpoint machen können? Also einen Checkpoint? Ich jetzt mal ehrlich. Warum hat er das jetzt nicht gemacht da unten? Hier, zack. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja. Stimmt's? Kenn ich doch schon. Ja. Worauf warte ich dann? Na los, los, ja! Nicht denken, renn! Motivation. Jetzt! Komm schon, na los! Geschafft! Übrigens, ich mag deinen Kampfschrei. Danke. Damit kann ich schneller rennen, glaube ich. Fast geschafft. Durchatmen. Ich versuche es. Gut, wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Jetzt gleich hier lang. Alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Nein. Was ist denn jetzt? Komm ich da nicht rüber, oder was? Ich flippe aus. Spiel, Alter. Alles klar, lässt sich komplett drehen. Halt durch, Lukas! Lass dir Zeit, solange sie hier nicht hochklettern. Biester. Und wie komme ich?
ich jetzt zu dir rüber? So wird es klappen. Hier. Yeah. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja. Da kenne ich doch schon. Ja. Worauf warte ich dann? Na los. Los, ja. Nicht denken, rennen. Nicht denken. Ja, du bist ziemlich schnell. Danke. Es geht nichts über gute Motivation. Jetzt! Komm schon, na los! Geschafft! Übrigens, ich mag deinen Kampfschrei. Danke. Damit kann ich schneller rennen, glaube ich. Fast geschafft. Durchatmen. Ich versuche es. Da oben sind wir in Sicherheit. Wir sind ziemlich hoch. Sie warten noch auf uns. Ich weiß, dass sie auf uns warten, aber ich dachte, hier ist eine Möglichkeit. Aufzumuntern. Glaubst du, die hören uns? Naja, du kannst ziemlich laut schreien, wenn du willst. Je nachdem, was mich gerade umbringen will. Also, zusammen? Ja. Eins, zwei, drei. Echo! Echo! Warte kurz. Amicia! Lukas! Er hat uns gesehen. Los! Das ist absurd. Wir sollten spielen, weil es Spaß macht. Nicht nur, damit er irgendwie durchhält. Solange wir ihn nicht im Stich lassen? Niemals. Hier ist nichts, ne? Ich kann die Schleuder hier oben nicht nutzen. Okay. Was bist du hier? Gut, wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Jetzt sehe ich das erstmal, kann die Scheißdinger hochgehen. Gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Die Kugel hier ist mit der Kette verbunden. Mal sehen, was sie macht. Sie steuert eine Fähre. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Auf unserer Seite ist nichts. Völlig verrostet, glaube ich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren.
Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Schaffst du das, Lukas? Sofort. In den Planken hier ist ein Loch. Halt fest. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Oh, hier ist es zu steil. Er rollt weg. Lukas, ich brauche deine Hilfe. Klar. Ich gehe rein. Vorsichtig. Oh Gott. Alles in Ordnung? Alles gut. Da sind überall tote Leute. Raus da. Nein, ist schon gut, keine Sorge. Tut mir leid. Nein, bitte nicht. Tut mir leid. Ich muss, bitte, verzeih. Es muss leider sein. So, versucht's jetzt mal. Du hast es geschafft. Ich bring die Fähre zu dir. Ja, bitte. Komm zurück. Bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Ja. Oh, jetzt muss ich da vorne rein. Ah, verdammte Scheiße. Leckig. Zeit. Sag mir Bescheid. Mach. Los. Du kannst aufhören. Tut mir leid, Amicia. Ich hab Angst. Ach nein. Es ist nicht deine Schuld. Marcel wird dir gut tun, Hugo. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß. Magister Vaudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Insel, Mutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. So, die Kette muss weg, auf welche Weise auch immer. Siehst du was? Ich suche schon. Die Kette muss weg. Hier muss doch etwas sein. Da komme ich nicht hin. Nicht. Das ist auch nicht. Ich würde ja gerne zur Truhe gehen, aber... Komm mal daran. Da. Könnte klappen. Amicia, nein! Geht's dir gut? Was zur Hölle? Sag schon! Mir geht's gut! Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst du dahin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ja, ist ja. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht. Aber hör ihm bitte zu. Beruhige dich. Konzentrier dich. Auf das Ding.
wir denn hier? Gut, dann an die Arbeit. Nee, den Bergbau brauchen wir nicht. Wir wollen die Materialien hier anfassen. Zack. Mal sehen, was sich machen lässt. Hör doch auf, die Werkbank anzufassen. Das. Okay. So, haben wir ein Werkzeug? Das haben wir. Ich möchte da zur Truhe. Wie komme ich da hin? Wie komme ich zu dieser Truhe, verdammte Axt? Da übers oder sowas? Wie komme ich zu dieser Truhe da? Vielleicht hier drunter? Ja, da drunter. Okay. Dann runter, die Truhe holen und dann machen wir weiter. Was haben wir denn hier? Auf den Lachs hier. Haben wir das und das und das. Nice. Sehr schön. Hier lang. So. Okay. Ich sehe überall Reds. Gut. Sehr gut. Himmel, das nächste Schlamassel. Wie komme ich darüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt und du weißt warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Genau, bleib konzentriert und mach. So, das Wegele schieben. Das Ding hier hoch. Und hoch hier und hoch. Gut, das ist geschafft. Noch einen Karren. Natürlich schlecht, ne? Soll ich das jetzt machen? Ohne Lukas. Gute Frage, nächste Frage. Also rüber komme ich ja nicht. Ich kann das Ding zwar schieben, aber da passiert halt nichts. Weil wir nicht rüberkommen. Ich muss wieder klettern. Der andere Karren hatte die perfekte Größe. Jetzt müsste ich zurückkommen. Der Lukas hier. Komm her, ich brauch dich. Wo bist du? So sollte es gehen.
dass der jetzt gefressen worden ist oder so. Los geht's. Ah, gut, eine Insel finden. Und wie? Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Ich habe so ein Gefühl, dass es diese Insel gar nicht gibt und dass das irgendwie so ein Ding ist, dass Hugo irgendwie immer näher das Zeug gebracht wird oder so. Keine Ahnung. Weil ich glaube nicht, dass es irgendeine Insel gibt, die ihn heilen lässt. Wenn diese Alchemisten schon sagen, es gibt kein Ding. Hilfe! Was zur Hölle? Oh nein, Arnos Männer! Lasst ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du nachladen! Alles klar! Loslassen! Lass mich los! Wie gefällt euch das? Lukas, alles in Ordnung? Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Zu viele Ratten. Ich komme nicht zu euch hin. Amicia, mach ihm den Weg frei. Wie? Präpariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich. Lukas, ich sag Bescheid, wenn der Weg frei ist. Danke, der Weg ist schon fast frei. So, du kannst kommen. Ja, brillant. Bin unterwegs. Wie geht es dir? Gut. Mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg. Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Du bist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Dann los, jetzt! Ja, netter Versuch. Das ist schlecht! Was ist los? Schnell, pass auf her! Was hast du mit denen gemacht? Hab mich nur verteidigt! Oh, Dreckskerle!
Deckung. Weg da! Ich bring euch alle um! Ich habe keine Pfeile mehr, oder? Ach, Scheiße. Ja gut, das machen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.